Hallöchen, hier kommt mal wieder was von mir. Ich habe schon ewig nichts mehr hochgeladen, das heißt ewig, ich glaube 2 Monate. Irgendwie hat die Muse gefehlt. Ist auch viel passiert die letzten 2 Monate, aber das soll nicht Thema sein, sondern gedacht, ich nehme euch mal mit. Ich brauche gerade wieder ein bisschen Kohle, ich bin gerade auf den Italienern drauf. Den TVP habe ich ja jetzt. Jo, ich mache hier den harten Grind. Ich habe jetzt noch nicht die gute Kanone drauf auf dem. Aber eben. Man braucht halt viel Kohle in dem Spiel und dann nehme ich gern mein Premium und ihr wisst, wen ich sonst immer nehme, den T26. Aber mein neuestes Pferdchen im Stall, aber auch so neu ist es auch nicht mehr. Ich habe mir jetzt auch schon, keine Ahnung, Monat, anderthalb. Eben, dann nehme ich den mal in Samoa. Ich mag ihn. Und ich habe bis jetzt allerlei Achter-Replays auf dem Kanal und ich habe gedacht, mit dem Samoa nehme ich euch auch mal mit. Mal gucken, ob irgendein Blödsinn rauskommt oder ob ich gute Runden habe, ist auch egal. Ich habe mal wieder Muße, was hochzuladen. Er macht mir einfach Spaß, der Samur. Ich hatte, glaube ich, auch nach 130 Spielen, für andere ist das Pelipperle, aber schon die erste Gunmark auf dem. Und jeder weiß, dass ich nur ein durchschnittlicher Spieler bin, kein so besonders guter, und von dem her habe ich mich echt gewundert. Also, er scheint mir wirklich zu liegen. Was man bei dem nicht machen darf, einfach zu offensiv rein. Es ist so ein Heavy aus der zweiten Reihe, das ist meine persönliche Meinung. Du willst nicht ins Getümmel, du willst da nicht rausgenommen werden, wenn du leer bist. Du hast ewige Nachladezeiten. Aber wenn du dann mal wirklich 4-5 Schuss los wirst, dann macht's doch richtig Fun, ne? Aber eben immer dran denken, nicht zu offensiv rein mit der Kiste. Gut, ich bin jetzt ziemlich alleine, stelle ich gerade fest. Also eigentlich das, was ich jetzt mache, willst du eigentlich auch nicht, dich isolieren vom Team. Einmal Klicker. Nein. Das passt doch. Denn jetzt habe ich glaube 35 Sekunden, 32 Sekunden Nachladezeit. Wäre dumm gewesen, wenn ich jetzt da voll rein wäre. Wär, ist eigentlich immer dumm. Ihr müsst euch immer die Frage stellen, würde ich das im realen Leben auch machen? Ne? So, ne? In die Gegner so rein, ne? Aber egal. Und mit so einem Sumua muss er zweimal nachdenken. Das Nachdenken ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man einen harten Tag auf der Arbeit hatte, aber. Ich bin ein Freizeitspieler. Aber meistens klappt's. Na, wo ist er denn? Na, Tickerchen. Scheiße. Und jetzt sitze ich fest. Ja, ich bin dabei! Bin noch am Zurückfallen, wie ein Weltmeister. Der Durchschlag ist manchmal ein bisschen bescheiden. Oh, der Tiger 2 ist echt gut gebufft worden. Ist jetzt richtig gut spielbar, gell? Was machen wir denn jetzt? T69, was ist denn da vorne los? 1300. Haben wir diesen Chinesen mit, der fährt hin.
Der hat, glaube ich, 14 Sekunden Reload. Das ist noch länger wie beim Defender, aber gut. Wer ihn unbedingt haben will, soll ihn sich gönnen. Ich habe ja auch zwei Tigerchen dabei. Na, wie wäre es mit euch? Tigerchen gegen Tigerchen. Zwei Tiger gegen Tiger. Das ist ein richtiger Zoo da vorne. Okay, jetzt komme ich. Hier kommt das Subur. Hör auf. Jetzt bin ich auch mal dran. Hey! Habt ihr gesehen? Ich habe mal geaimt. Noch drei Schuss drin. Also wenn ich drei noch drin habe, dann lade ich noch nicht nach oft. Boah, scheiße. Das war richtig schlecht gerade. Das war so richtig schlecht. Egal. Im nächsten Clip ist er fällig. Ich habe einen Höllenrespekt vor den TDs da hinten. Ah, wen haben wir denn da? Mädels, der da! Denn? Hä? Edge? Scheiße, es hat mich der Scorpion auf der Kundenliste. Oh, mon Dieu! Das hätte ich nicht gesagt. Ich habe einen Höllenrespekt vor den TDs. Was macht er? Er fährt vor. Ah ja, gut. Für die erste Runde nicht schlecht für mich. Jetzt haben wir noch vier Tanks, das müssten sie schaffen. Oder hat sich jemand bedankt? Ja, bitteschön, gern geschehen. Legisor. Den hätte ich auch gern. Aber der hat noch mal, ich glaube, 10 Sekunden länger. Reload. Das ist ja noch. Jo, so ist es halt. Ich bin ein bisschen langweilig auf meinem Wrack hier. Ah, guck mal, das ist der neue. Entschuldigung. Nee, da gibt es diesen Marathon gerade. Aber ich bin auf den so überhaupt nicht scharf hier. Ich weiß auch nicht. Aber es gibt Leute, die mögen ihn. Das ist sehr gespalten, die Community. Also die einen finden ihn toll, die anderen sagen zweite Reihe mit. Kann ich auch zweite Reihe Heavy spielen? Also ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich finde ihn toll, die anderen finden ihn scheiße. Ich gehöre eher zu den Letzteren. Obwohl, so schlecht ist er auch nicht. Er hat einen geilen Turm. Ja, ein Hammer-Durchschlag, glaube ich. Macht einen guten Alpha auch. Aber eben, ich weiß, wie ich manchmal abkotze im Defender, wenn ich die 12 Sekunden warten muss. Und der hat, glaube ich, 14 oder 15 Sekunden Reload. Nee, das ist nichts für mich. Wenn ich so einen Med fahre oder einen gescheiten Heavy ohne Autoloader, sagen wir mal, dann will ich aber wirklich spätestens nach 6, 7, 8 Sekunden schießen können. Wenn, dann hole ich mir einen Somur und warte 30 Sekunden. Ne? Aber dann weiß ich das und dann stelle ich mich drauf ein. Natürlich kann man sich bei dem auch drauf einstellen. Aber das ist nicht meine Spielweise. Wenn ich im Med fahre, will ich vorfahren. Dann will ich flankieren, dann will ich schnell feuern können. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Na, wo ist er denn? Der T69. Ah, da hinten. Der nächste Autoloader. Tja, Anti-15 ist scheiße frontal. Ist manchmal unangenehm zu spielen. Ach komm, wir machen noch eins im Sommer. Weil es gerade so schön war. Aber was wäre mein Kanal ohne Kaffee, ne? Und? Ah, herrlich.
Ich könnte jetzt den Namen sagen, welchen Kaffee ich trinke. Product Placement, aber tue ich nicht. Interessiert kein Schwanzsatz von dem her. Okay. Trotz der etwas durchschnittlichen Leistung, 111.000. Okay, ich habe da irgendwas erfüllt, glaube ich, ne? Lalalala. Wo bin ich denn? Ein paar Mal gut geschossen, ein paar Mal scheiße geschossen. So bin ich halt. Ah, 50.000 nochmal extra drauf hier. Gut. Wo bin ich denn bei dem da? 30-40%, ne? Ah. Hm. Was ist er wert? Ich glaube, der hat bei 60 Euro angefangen. Viele sind ja schon lang durch, also irgendwelche Profispieler, die tun halt die schließen dann die Missionen ab. Ich muss das über Fleiß machen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich so gut wäre, würde ich gerade, wenn ich es da hinschaffen würde, würde ich für den vielleicht 15 Euro hinlegen. Aber mehr ist er nicht wert in meinen Augen. So, rein ins Gefecht. 20 Euro, ja. Wenn die Stromrechnung gering war, 20 Euro, ne? Aber mehr nicht. So. Sonte Kanerven, T77. Das ist krass, wie sich das Spiel verändert hat in den letzten. Ja, ich meine, es verändert sich ja laufend in den letzten 2 Jahren, aber. In Bezug auf Autoloader. Hier. Standard B, dann dieser italienische Heavy, auf den ich hingrinde, Bisonte. Also es ist unglaublich, wie viele da unterwegs sind. Du kannst eigentlich bei jedem zweiten Panzer davon ausgehen, dass er dich klippt oder dass er 2-3 Schüsse im Magazin hat. So, wir haben diese Mates. Weißt du was, normalerweise fahre ich links, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf die IS-32 und Bucchetto und was weiß ich, wie dieses Klumpzeug heißt. Ich parke mal da hinten. Hoffe mal, dass diese unglaublich attraktiven chinesischen Mates auf meiner Seite kommen. Weil die kann ich relativ gut penetrieren an der Unterwanne. Hi. Achtung, da geht's runter, ne? So ein Angeber, guck mal. Hallo. Ja, rückwärts sind sie schon schnell, ne? Oh, jetzt wollte er lenken. Ah. Wir fahren etwas verhalten an. Lass erstmal den T30 vorbei, ha? Eben zweite Reihe, Somur, nie ganz vorne, du hast keine Panzerung, auf die du dich verlassen kannst. Du willst einfach deinen Clip rausdrücken und schnell wieder in Deckung gehen und dann wirklich 35 Sekunden nachladen. Kommt nix, na da. Und da war er tot. Na, ich glaube, es ist relativ clear dort. Rücken wir mal auf, Sichtkreis ist sauber. Okay, da haben sie nicht viel. Ich würde sagen, gar nichts mehr. Eine knallharte Analyse gibt es bei mir auch immer im Game. Ja, bitte schön, die Herrschaften, fahren Sie doch durch, ja. Ich denke immer, ziehen, das soll man nicht aufhalten. Hat der gerade kassiert? Ah ja, die kassieren von links. Ah, die üblichen. Ja, alles klar, Leute. Ich komme. Ich will mich da nicht jetzt auch noch hinstellen und da die schönen Plätze streiten. Ja, das ist scheiße. Na komm, wir fahren zum T55 Alpha. Oh, T55 hat nicht platzen. T30, scheiße. Ich kann aber nicht mehr nachladen jetzt. Jetzt platzt er. Oh, du Experte. Ich wusste es, ich hab's gerochen. Komm, stehe hier und singe. Kommen, der T30 von nah und fern. Wo ist er denn? Oh Mann. Den habe ich jetzt absolut keinen Bock gerade. Er weiß nicht, dass ich nachlade. Na, wo ist er denn? Hm? Ich könnte mir die Schelle fangen, aber ich muss erstmal ein Gold nachladen. Mal um Hilfe schreien ist immer gut.
immer gut, ne? Da schiebt das Wrack. Ich habe noch 15 Sekunden. Wir täuschen mal an. Pass mal auf. Wir täuschen mal an. Und nochmal Hilfe? Ne? Jetzt haben wir nachgeladen. Der Herr Udes Rückwärtsfahrer kommt auch. Und let's go. Warten wir, bis er da ist. Bis er da ist. Jetzt ist er da. Und jetzt fange ich mir die Scheißschelle. Ja, ich fall mich ja zurück. Blöd, Mann. Mama. Ach, jetzt krieg ich von hinten, von diesem Chinesen. Ich hätte nicht so über ihn schimpfen sollen. Ist der Karma, ne? Nee. Zeig doch deinen Arsch, jawohl. Jungs, ihr könnt mich nicht allein lassen hier. Scheiße, er versteckt sein Coppola recht gut. Ich komme nicht durch, das ist ein Mistviech. Hat er? Du hier. Ah, er hat geschossen. Mama! Danke da hinten. Ich schick nachher die Blumen, okay? Scheiße, jetzt bin ich leer. Das willst du nicht, aber es ist halt so im Sumur. Jetzt kriegen wir es von hinten. Nee. Ich gucke jetzt halt einfach in die Richtung. Vielleicht kann ich noch ein Schüsschen raushauen, wenn ich Glück habe. Komm, einen Schuss noch. Dieser eine Schuss. Bitte diesen einen Schuss. Komm raus. Nein. Mama. Jetzt denken sie bestimmt, ich habe mich auch umpositioniert. Jetzt kann er kommen. Jetzt komm halt. Oh Mann. Scheiße. Muss ich weg. Oh, scheiße. Okay, war schön. Ja, immerhin, immerhin. Ne? Wir waren ein bisschen eingekesselt gerade. Naja, so ist das Leben. Der T30 hatte keinen Bock mehr, das hat man richtig gemerkt. Er hatte keinen Bock mehr. Ja, ich hätte früher bei dem TS5 da, der hat auf der rechten Seite diesen Coppola, den hat er gut versteckt. Ne? Ich musste schon rumfahren. Ich besser reinballern sollen, gleich von Anfang an. Naja, so ist das Leben. Ne? Hätte, Fahrradkette, so ist es. Aber ich muss sagen, es waren jetzt eher unterdurchschnittliche Runden mit ihm, aber er macht wirklich Spaß, der Sumo. Also es gibt kaum einen, der mir so liegt. So, der Knirven war lange Zeit mein Lieblingsachter. Diese unglaubliche DPM auf dem ist geil, aber der Sumo macht auch Fun. Wenn du den richtig positionierst und nicht so dumm reinfährst wie ich, kannst damit echt geile Runden haben, ne? Okay, ja, das sollte eher mal, ich mache jetzt Schluss, ich lade das mal hoch, das reicht, es kann nur noch schlechter werden, aber wie gesagt, mir gefällt er, ich habe halt verbaut hier die Lüftung eben, den Stabi und die Zielführung und hier die Streuung ist einigermaßen okay, ich bin ein Freund von einer guten Streuung, also von einer geringen. Zielerfassung gibt es auch bessere, aber er macht einfach Spaß. Die Crew ist auch ganz ordentlich. Na komm, wir gucken noch ein bisschen an, oder? Ja, schön. Den habe ich an Weihnachten habe ich mir den gegönnt. Der war, glaube ich, den habe ich gekauft. Ne? Ja, genau. Schanne Gold gehabt. Ne? Naja. Gut, ich denke, ich fahre jetzt noch eine Stunde Sumur. Ich habe gerade echt Bock drauf. Aber es ist eine Empfehlung von mir. Also, wenn ihr nicht zu offensiv fahrt
und drauf steht, 4-5 Schüsse rauszuhauen, so richtig genussvoll, dann ist der eine geile Sache, ne? Panzerung ist nicht vorhanden, habe ich schon erwähnt, und so weiter und so fort. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch was und jo. Ich hoffe, dass ich es jetzt wieder mehr schaffe, was hochzuladen. Aber eben, ich habe viel um die Ohren gehabt die letzten 1-2 Monate. Ist auch viel Privates gewesen und beruflich und Umzug. Und ihr habt es ein bisschen mitgekriegt. Jo. Dann hoffe ich mal, dass ich wieder dazu komme, was hochzuladen. Gell? Alles klar, hatte ich schon mal gesagt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ihr könnt auch übrigens gern rechts unten, könnt ihr auf Abo drücken. Freue ich mich immer drüber. Wenn ich 100 Abonnenten habe, mache ich ein kleines Special. Ne? Lasst euch überraschen. Ciao, ciao.